Oh, wie ich sehe, sind Sie aufgewacht. Wo bin ich hier? Sie sind in Sicherheit. Machen Sie sich keine Sorgen. In Sicherheit? Wie definiert sich diese Sicherheit? Durch die Gitterstäbe? Bin ich sicher vor Ihnen? Ihre Fragen müssen warten. Erst einmal würden wir gerne ein paar Dinge wissen. Mein Mitarbeiter hat ein Foto bei Ihnen gefunden. Und zufällig war er als Barkeeper auf dem gleichen Schiff wie die junge Dame auf diesem Foto. Wer ist sie? Das geht Sie gar nichts an. Ich will hier raus. Aber, ganz ruhig. Ich glaube, Sie verkennen ein wenig die Situation. Schauen Sie, mein Mitarbeiter hat eine Waffe. Sie hingegen haben keine. Und noch ein wichtiger Punkt. Mein Mitarbeiter wird Sie ganz einfach über den Haufen schießen, wenn Sie unsere Nerven zu sehr strapazieren. Sind jetzt alle Unklarheiten beseitigt? Ja, ich denke schon. Gut. Wir wollen Ihnen ja gar nichts tun. Ganz im Gegenteil, wir wollen Ihnen helfen. Aber dafür erwarten wir auch ein wenig Hilfe von Ihnen. Also, wer ist die Dame auf dem Foto? Meine Ex-Freundin. Name? Nina Kalenko. Aber warum wollen Sie das wissen? Worum geht es eigentlich? Na. Wer stellt hier die Fragen? Gut, Ihre Freundin hat anscheinend ein ähnliches Problem wie Sie. Sie hat noch nicht verstanden, wer hier die Regeln bestimmt. Wir würden gerne wissen, wo genau sie sich derzeit aufhält und was sie als nächstes tun will. Nina? Woher soll ich das wissen? Haben Sie denn immer noch nicht verstanden? Okay, also nochmal. Entweder Sie sagen uns, was wir wissen wollen, oder aber... Oder was? Oder wir müssen ohne Ihre Hilfe auskommen. Aber dann wird es schmerzhaft für Sie und für Ihre Ex-Freundin. Sie sehen, die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen. Ich habe jetzt ein paar wichtige Dinge zu erledigen, die keinen Aufschub dulden. Aber ich werde bald zurück sein und es wäre wirklich sehr schade, wenn Sie sich bis dahin nicht für etwas mehr Kooperation entscheiden würden. Schade für Sie und schade um Frau Kalenko. Das soll das unglaublich geheime Archiv von Kardinal Coubertin sein, das wir suchen? Es muss die richtige Spur sein. Wir werden dieses Archiv finden. Wir dürfen einfach nicht versagen. Hallo? Hören Sie mir zu? Ja, klar. Und? Hier werden wir ja wohl nicht mehr viel finden, oder? Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Wir müssen hier einfach richtig sein. Sie sehen aber schon, dass hier nur noch ein paar Grundmauern stehen, oder? Ja, aber dieser Ort entspricht haargenau der Beschreibung. Es muss also... Also, was machen wir jetzt? Wenn ich das mal wüsste. Vielleicht lassen sich irgendwo noch alte Baupläne oder historische Dokumente finden, die uns einen Hinweis geben. Alte Baupläne? Für eine Ruine? Haben Sie eine bessere Idee? Nein, vermutlich nicht. Wir müssen es zumindest versuchen. Eine Alternative gibt es ja wohl nicht. Kommen Sie mit? Danke, aber dann bleibe ich lieber hier und schaue mich noch etwas um. Keine Ahnung wonach, aber bevor ich Ihnen beim Studieren von lateinischen Schriften hilflos über die Schulter schauen muss... Ja, vielleicht haben Sie recht. Ich kann zwar beim besten Willen nichts entdecken, was wir hier übersehen haben könnten, aber sicher ist sicher. Wir treffen uns dann hier? Gut, wünschen Sie mir Glück. Wir brauchen es jetzt dringender als jemals zuvor. Mach ich. Ich wünsche Ihnen alles Glück dieser Erde. Danke. Ihnen auch. Vielleicht finden Sie ja tatsächlich was. Bis später. So, dann will ich mir die Ruine noch mal genauer anschauen. Ja, nein. So, Freunde, und warum das im letzten Teil, oder beziehungsweise jetzt sagen wir es mal, wo war das? Warum es da so geleckt hat, wollte ich sagen. Ja, meine Güte, ey. Weiß ich leider nicht. Es ist Fraps. Also die Framezahl, die sackt hier zeitweise echt sowas von in den Keller. Das ist echt zum Kotzen. Ich habe alle Programme im Hintergrund beendet. Ich habe keine Ahnung, warum. Im Moment ist er auch wieder ziemlich weit im Keller. Es geht aber gerade noch so. Ich werde jetzt hier mal kurz schneiden. Sekunde. So, dann wollen wir mal hier weiter versuchen. Ja, jetzt hier angekommen, habe ich mich auch noch nicht so richtig umgeguckt. Schauen wir uns mal um, was ist das hier? Der Altar ist aus einem einzigen massiven Stein und hat deshalb die Jahrhunderte zumindest halbwegs unbeschadet überstanden. Okay, was war das? Blauer Stein, okay. Der Stein ist lose. Mit ein wenig Anstrengung... Ja, die steht davor. Ah! Na? Ups!
Hoppala. Meine Mutter mahnte immer, Kindchen, spiel nicht in baufälligen Gemäuern. Wie recht sie doch hatte. Wo bin ich denn hier gelandet? Tja, eine gute Frage. Bis ich den freigeschaufelt habe, bin ich alt und grau. Spalt? Ich krieg nicht mal die Finger dazwischen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich mir kaum vorstellen kann, eine massive Steintür mit den Fingern aufzubekommen. Ah ja. Da steht Institio finis vie est. Wenn mich mein Schullatein nicht täuscht, dann heißt das sinngemäß sowas wie Stillstand ist das Ende des Weges. Oh, einige der Buchstaben lassen sich drehen. Nein. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich mit diesen drehbaren Buchstaben anfangen soll. Über den Sinn dieser Aktion lässt sich also durchaus streiten. Ach nee. Das A, das wieder das S, das N, das F, das ist nochmal das S und das I. Okay. Tja, und nü? Bis ich den frei... Durch diesen Eingang kam man wohl früher hierher. Man musste also nicht jedes Mal durch die Decke brechen. Ich krieg nicht mal die Finger... Durch den Spalt kommt ein kalter Luftzug. Was sich wohl dahinter befinden mag? Ja, toll. Der Stein ist hellblau und es ist ein stilisierter weißer König darauf abgebildet. Okay. Tja, wie komme ich hier nur wieder raus? Moment, ich habe einen Plan. Ein Plan, der sich bereits seit Jahrtausenden bewährt hat. Ausgeklügelt, raffiniert und der perfekte Rettungsplan schlechthin. Mal sehen, ob er funktioniert. Hilfe! Hilfe! Holt mich hier raus! Hilfe! Sehr gut grafisch umgesetzt. Ist da jemand? Hallo? Hier! Hier unten! Helfen Sie mir! Wie sind Sie denn da runtergekommen? Geflogen! Der Boden hat plötzlich unter mir nachgegeben. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich diese Unterhaltung gern oberirdisch fortsetzen. Können Sie mich hier irgendwie rausholen? Warten Sie, ich habe eine Idee. Ja, klar. Vielen Dank. Sie haben mir vermutlich das Leben gerettet. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Arnold Schwarzenegger. Mal eben so eine massive Steinbank. Ich interessiere mich für diese alte Kapelle und wollte sie mir etwas näher anschauen. Aber viel ist davon ja nicht übrig geblieben. Nein, sie wurde im Zweiten Weltkrieg bei einem Bombenangriff größtenteils zerstört. Aber vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Sie? Ja, ich. Wenn man den ganzen Tag Langeweile hat, muss man sich halt mit irgendwas beschäftigen. Und ich beschäftige mich nun mal mit Geschichte. Super. Dann können Sie mir ja vielleicht was über Kardinal Coubertin sagen. Er hat diese Kapelle doch errichten lassen, oder? Ja, hat er. Aber wirklich viel ist von ihm nicht bekannt. Alle Aufzeichnungen, die während seiner Amtszeit gemacht wurden, befinden sich in seinem Archiv. Und wo finde ich das? Das weiß keiner so genau. Nach seinem Tod wurde eifrig danach gesucht, aber es konnte bis heute nicht gefunden werden. Man weiß nicht einmal mehr, wo er beerdigt wurde. Das Einzige, was ich noch weiß, er hatte einen Verwalter, der sich nach dem Tod des Kardinals im Jahre 1663 um dessen Erbe gekümmert hat. Dieser starb 10 Jahre später. Und die Leiche fand man erst eine Woche nach seinem Ableben in seiner armseligen Kellerwohnung. Er müsste ebenfalls auf diesem Friedhof beerdigt sein. Wo genau, weiß ich aber leider nicht. Ich weiß nicht einmal, wie er eigentlich hieß. Michel, glaube ich. Oder zumindest so ähnlich. Immerhin eine Spur. Zwar nur eine sehr kleine, aber besser als nichts. Keine weiteren Hinweise? Nicht wirklich. Man kannte ihn wohl ja auch kaum. Kardinal Coubertin hatte ihn auf einer seiner Reisen kennengelernt. Er stammte also nicht aus dieser Gegend. Hinzu kam, dass er sich sehr selten auf der Straße blicken ließ. Und wenn, dann nur derart vermummt, dass die Leute schnell angefangen haben zu tuscheln. Er stand fast 40 Jahre in Diensten des Kardinals. Okay, ich werde mich hier noch ein wenig umschauen. Vielen Dank nochmal für die Rettung und für die kleine Geschichtsstunde. Gern geschehen. Ich bleibe noch ein bisschen. Wenn Sie also noch Fragen haben...
Bei dieser Kapelle komme ich ohne zusätzliche Hinweise nicht weiter. Vielleicht sollte ich mich mal auf die Suche nach dem Grab dieses Verwalters machen. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Tun Sie das. Was? Komposthaufen? Ein Komposthaufen? Warum rennt die denn da hin? Okay, schon gut. Ich wühle mich mal wieder durch den Dreck. Ja, das machst du so schön. Was ist das? Eine Kerze? Okay. Noch mehr? Nichts mehr zu finden. Oh, schauen wir, was wir im Hintergrund sehen. Ein Eiffelturm. Oh, total leer. ja. Viel ist von der alten Kapelle nicht übrig geblieben. Ah. Wohl eines der berühmtesten Wahrzeichen der Welt. Und es erinnert mich daran, dass man Städte auch zum reinen Vergnügen besuchen kann. Könnte. Müsste. Ah, oh, der Eiffelturm ist so wunderschön. Es hat so viel Liebe und so viel haben gemacht. Liebe unter die Turm. ja, das gehört jetzt hier nicht hin. Freunde, die Zeit ist erreicht. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss und ja, dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Ja, das war gerade eine Mücke. Ist ja ekelhaft. Ja, Freunde, in diesem Sinne würde ich sagen, lade ich die Teile hoch und dann werde ich mich umschauen und schauen, ob ich hier vielleicht auch was Sinnvolles dann entdecke. Wir sehen uns, denke ich mal, morgen, spätestens dann übermorgen wieder mit den nächsten Teilen. Und bis dahin würde ich sagen, bleibt auf dieser Welle, es bleibt spannend. NRW bei 18, adieu.